So, wir sind wieder im Spiel. Also die Drohne kann ich auf jeden Fall steuern. Gut. Zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Eine Brutstätte. Das scheint auch zu funktionieren. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zerg-Basis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Auftrag erledigt. Okay, Kerrigan. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer. Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. Ich habe gleich mal alle angeklickt, dann geht das schneller. Ah, das können scheinbar sowieso nicht. 6 Stück auf einem Mineralfeld. Und jetzt suchen sie sich sowieso mal den kürzeren Weg und die, die weniger in Verwendung sind. Ah, okay. Also brauche ich 100. Sie machen sich gut, Kerrigan. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Ich brauche einen Overlord, um noch etwas zu morphen. Dann tun Sie es. Ein Overlord ist vertretbar. Zu Overlord mutieren. Die Zerg verwenden Overlords, um weitere Versorgung zu erzeugen. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. Momentan sind wir eh überfüllt. Jetzt geht's wieder. Und jetzt sage ich den anderen, die sollen zu Drohnen werden. Exzellent! Ich hatte vorgehabt, hier aufzuhören. Doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter. Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen. So, unser Ziel von 300 Punkten haben wir auch erreicht. Und du wirst jetzt im Brutschleimpool, aber mir fehlt ein bisschen Geld dafür, also warte ich noch einen Moment. Wir brauchen 200 Mineralien. Jetzt klicken Sie mit der linken Maustaste auf. Zu. Mit dem Brutschleimpool kann die Brutstätte Larven in Zerglinge verwandeln. Du weißt, dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Brutschleimpool. Schwarmkönigin in der Brutstätte. Bau und Schwarmstock. Zerglinge aus Larven. Stachelkrabben aus Drohnen. Der Brutschleimpool ist fertig. Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerglinge erschaffen. Weitere Overlords benötigt. Kerrigan, was machen Sie da? Eure kontrollierte Versuchsumgebung auf die Probe stellen. So, 2 Zerglinge sind in Produktion, beziehungsweise kommen aus IMA2 raus und ein Overlord, weil wir schon wieder am Einheitenlimit sind. So. Und weitere. Ich habe einfach mal so viel gebaut, wie ich kann. Damit sind wir fast fertig. 6 sollen wir. 12 haben wir, glaube ich, gleich. Halt! Ich habe Sie nicht darum gebeten, Zerglinge zu erschaffen. Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brech das Experiment ab.
Schickt Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. So, die Mission geht weiter, aber warum die Tür jetzt aufgeht, ist fraglich. Bestimmt damit die Eliminatoren... hineinkommen. Ich meine, gut, dass ich mehr gemacht habe, weil mit 6 Stück hätte ich das nicht geschafft. Ich spüre noch mehr eingesperrte Zerglinge. Valerian, das war sehr unvorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. So, weiter geht's. Mal 2 Overlords in Produktion gegeben, damit ich mir noch mehr Zerglinge bauen kann. Zerg freigesetzt. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. So, hier ist einer der Generatoren, die wir zerstören sollen. Halt erst für den Wächterroboter, sonst habe ich zu viel Verluste. Durch die neuen Zerglinge bin ich ständig über dem Einheitenlimit. Kerrigan, das ist kein Spiel. Das ist es nie mit den Zerg. Haben wir schon eine ordentliche Armee hier unten. Da können die Wächterroboter überhaupt nichts gegen machen. Oh doch, einen haben sie getötet. Umoyanische Sicherheitskräfte. Da geht doch der nächste gleich krachen. Nicht genügend Mineralien. So, da kommen die Roboter raus. So, ich denke mal hier. Oh, geht's gar nicht lang. Dann muss ich doch oben rumgehen. Oh nein, da sind Wissenschaftler. Zerg, lauft! Verdammt nochmal, holt sämtliches Personal von dieser Ebene runter! So, Selbstschussanlagen helfen dem Terraner. Geschlossen. Und wir haben ein neues Bonusziel, die Zerglinge befreien. Die Sicherheitstür wird sich erst öffnen, wenn ich diese Türme zerstöre. Soll mich das irgendwie beeinflussen, das Gas? Ich krieg nicht mal Schaden. Die Sicherheitstür ist geöffnet. Jetzt wird der Eliminator zerstört. Ach, da hinten ist er. Ich hätte vorher aber gern noch meine Zerglinge. Aber ich vermute mal, das ist hier hinten. Ah, da sind die weitere. Und da ist der Generator, der wahrscheinlich den Strom abstellt, um zu ihnen zu kommen. Generator 2 down. Du hast noch mehr Zerglinge hier? Nun, jetzt gehören sie mir. Meine Armee ist weiter auf dem Vormarsch. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, hier hinten sind noch ein paar Wächterroboter.
Und der letzte Generator, um zu unseren Zerklingen zu kommen. Oh, es sind sogar zwei Türen. Aber wahrscheinlich brauche ich die auch. Da der Roboter, der Eliminator sicherlich sehr stark sein wird. So, meine Armee ist auf dem Vormarsch. Da kommen weitere Einheiten. Ich habe wieder Larven. Ab auf den Generator. Damit habe ich auch die letzten befreit und somit das Missionsziel auch geschafft. Nein, das habe ich nicht. Noch bin ich in deiner Verwahrungszelle. Oh, ich habe schon die ganzen Gänge geflutet. Da ich eh so viele habe, zerstöre ich auch noch die Gebäude vorher. Da sind noch mehr Zerklinge. So, jetzt kann ich den Eliminator gleichzeitig angreifen, wie ich auch die Sicherheitskräfte... Ich hatte viel mehr. Die Zerg haben die untere Ebene überrannt. Sie haben Glück, dass niemand getötet wurde, Kerrigan. Glück hatte nichts damit zu tun. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wie gefährlich die Zerg sind. Ich schicke sie jetzt zurück in ihre Zellen. Danke. Ich öffne jetzt ihre Zelle, falls sie sich zu mir gesellen möchten. Und können sie das nächste Mal ihre Argumente vortragen, ohne das halbe Labor in Schutt und Asche zu legen? Haben ja genug Geld, das muss ja nicht sein. So, Missionsbelohnung. Neue Einheiten Zerglinge. Zeit haben wir 11 Minuten gebraucht. 43 Wächterroboter getötet. Zerkling Streitmacht war auf 105 hoch. Auf jeden Fall haben wir Fabriken zerstört. 1 von 3. Was ist damit denn gemeint? Ach, Scheibenkleister. Hat er jetzt die umoyanischen Streitkräfte Gebäude dann nicht gezählt? Hätte ich zum Schluss wirklich das eine noch mehr killen müssen? Naja. 2 Erfolge noch. Schließen Sie die Mission Experimente in der Kampagne von Earth of Swarm ab 10. Und zerstören Sie in Experimente 35 Wächterbots